Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 141 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal die KI hier zerstört und da sind ein paar Schiffe. Das sind Xotan-Schiffe. Warten wir mal ab, was so passiert. Ja, wir wollten jetzt die Teile, die wir hier zusammengesammelt haben, ja, dann in einer Forschungsstation verbessern und ja, da werden wir gleich nach dem Intro gucken, dass wir das finden. Jetzt macht es mir hier ein bisschen Sorgen hier, aber die stehen auf neutral, steht da. Die kommen näher. Ja. Wer ist der Nächste? Nee, glaube. Ja doch, die kommen da noch näher. Ja, schauen wir mal, was wir da machen. Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht müssen wir gleich nochmal irgendwas tun, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt mal nie da, sie sind weg. Alles klar, dann würde ich sagen, warten wir ab, bis Intro durch ist und dann schauen wir mal nach der Forschungsstation, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal in die Karte. Schauen, dass wir da oben links Forschung eingeben. Und dann ist da auch einer hier in diesem Bereich. Schiffswerft, Reparatur, Dock, Beschleunigung. Da fliegen wir mal hin, das macht Sinn. Gucken mal zu, da müssen wir uns ausrichten. Na da. Lass das mal berechnen. Ja, fertig. Und dann können wir auch schon durchstarten. Hyperraumantrieb anmachen und los geht's. Und da sind wir gesprungen. Ja, Sabot und Tandem sind die gefährlichsten Torpedos. Die gehen auch durch Schilde durch. Sehr schön. Gerade mal schauen. Forschungsstation, Handelsposten. Da ist die Forschungsstation. Fliegen wir da mal gerade hin und gucken, dass wir da was tun. Einmal stark beschleunigen und dann hinfliegen. Ja, da sind bestimmt ein paar Dinge, die wir zusammenraffen können und dann gucken können, dass wir da was Besseres rauskriegen, würde ich hoffen. Was können wir hier noch machen? Wir müssten gucken, Schiff kaputt oder sowas. Dann müssen wir es noch reparieren, weiß ich nicht. Zuck, 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 zuck. Finden wir ja auch einen Dockingport. Da ist ein Dockingport. Wir sind schon gedockt. Dann interagieren wir, forschen. So. Filtern, Seltenheit. Material, Typ, Tech. Seltenheit. Scrollen wir runter. Geschützkontrollsystem haben wir hier mal zwei. Was haben wir da noch? Noch ein Geschützkontrollsystem, dann haben wir drei. Frachtraum, Erweiterung. Generator-Subsystem. Raumjägerstaffeln plus 0, die brauchen wir doch. Beute sammeln, Reichweite. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Warte mal, da ist noch eins. Packen wir das doch auch noch da rein. Das ist zwar schon eine Stufe besser. Ach, hier mal sogar 5. Zack und forschen. Kommt ein grünes raus. Sehr gut. Dann packen wir hier Geschützkontrollsystem von denen gleich 5 rein. Wenn ich da irgendwie so eine Shift-Taste oder sowas drücke. Nee, tut sie nix. Und zack, gibt's auch ein grünes. Dann haben wir auch noch ein Gefechtsgeschützkontrollsystem, okay.
Hier ist die Jägergeschichte. Raumjägerstaffel plus 0. Bei festen Stationen aktiv. Raumjägerstaffel plus 1. Okay, ich müsste es fest installieren. Das müssen wir mal weiterschauen dann. Hier sieht es aus, als ob nicht so viel ist. Schrottplasmageschütz. Belegte Raketenwerfer. Weißt du was? Das machen wir einfach hier. Mal einfach rein, diese Dinger. Beleg Maschinengeschützturm. Dreifach Antikanone. Gucken, was kommt raus? Ein Standard-Vierfachkanone. Okay. Das ist ja auch nur billiger Schrott hier. Dann machen wir auch alle fünf einfach mal rein, egal was das ist, und mal schauen, was dabei rumkommt. Das interessiert mich jetzt. Warte mal, den wollen wir vielleicht nicht reintun, weil das müssen wir nochmal überlegen, dass wir den ändern. Das ist ein Ramsch-Reparaturlaser, ein RCN 70 Traktorstahl-Upgrade, ein W4TT T-schneller Batterie-Upgrade, Frachtraumerweiterung, Generator. Und wir kriegen Traktorstrahl-Upgrade. So, da ist der Raumjäger. Hier hätten wir aufdeckende Radarverstärker. Zwei davon. Was haben wir denn noch? Traktorstrahl-Upgrade. Generatorverstärker, den machen wir auch da rein. Frachtraumerweiterung machen wir auch noch da rein. Was haben wir noch? Ja, mach mal rein und gucken, was da rauskommt. Ein Frachtraumerweiterung, die etwas größer ist. Traktorstrahl-Upgrade. Gefechtsgeschützkontrollsystem. Ja, mach da auch rein. Schildimperne. Ja, okay, kann ich auch nicht aussprechen. Hüllenpolarisator. Klassik R Bergbauer. Okay, das war der Standard Doppelplasma-Geschützturm. Standard Verteidigungslaser. Haben wir hier noch was anderes? Vierfach Plasmageschützturm. Das sind jetzt hier tatsächlich Waffen, ne? Ja, hier gibt es auch schon drei Kipphüter. Das werden wir jetzt mal hier unten dann da reinpacken, weil da oben schon welche waren. Höhenpolarisator oder wie er auch immer heißt. Schade. Kannst du gleich wieder reinpacken. Plasmageschützturm. Standardverteidigungslaser. Vierfachkanone. Gravitationskanone haben wir zweimal da. Plasmageschützturm. Gucken wir, was da rauskommt. Ein Duo-Antikanone. Also nicht schlecht. Hier haben wir jetzt einen Bergbauer. Da nochmal zwei Bergbauer. Oder sogar mehr. Nee. Gibt es noch was mit Bergbau hier? Da. Der ist aus Xanion. Okay. Der könnte eher Bergbau Xanion abbauen. Ich glaube, dann würde ich den erstmal da nicht reinschmeißen wollen, oder? No risk, no fun, oder wie ist das? Die haben wir auch schon gleich zweimal da. Also Bergbau, Doppelbergbau, alles Ära. Standard-Maschinenschützturm, dreifach. Trinium. Ich pack den da rein und bete. War's nicht. Schade. Egal. Ist sowieso billiges Material, was wir da gerade reinstecken, ne? So, forschen. Kommt eine Distanzgravitationszugkanone raus. So, Geschützturmkontrollsystem. Packen wir dreimal da rein. Und das noch zwei, dann haben wir da 5 von.
und forschen. Was kommt raus? Ein Geschützturmkontrollsystem. Beliebige Geschütze, sehr gut. Machen wir einen Booster da rein. Frachtraumerweiterung. NA Bergbausubsystem machen wir da rein. Schildionisierer. Und hier den C43 machen wir da auch noch rein. Und was kriegen wir raus? Ein Frachtraumerweiterung, okay. Jetzt haben wir hier noch ein Geschütz- und Dollsystem. Ein internes Verteidigungswerk, obwohl das. Nein, wir wollen die Grünen, die sind auch noch zu schlecht. Den Abschirmer, die packen wir da beide noch rein. Das ist eine Blaupause, okay. Die kommt da noch rein. Was kriegen wir raus? Ein ziviles Geschützkontrollsystem, auch nicht schlecht. Die lassen wir mal so. Hyperraumverstärker. Scannerbooster. Das hört sich doch an, als ob wir die beiden zusammen da reinmachen könnten. Die Besatzung des Schiffs wurde bezahlt. Okay. Qualitätskanone. Reparaturleser. Profi-Reparaturleser. Okay. Kann man das auch reinpacken? Kann man auch reinpacken. Würde ich aber nicht. Kriege ich das jetzt wieder raus? Einfach so, dass ich mal die Tartanbergbauer da erstmal reinspack mache. So, wo ist noch ein Bergbauer? Da ist keiner mehr da wahrscheinlich, ne? Ja, was packen wir dann da rein? Nominiert Erdbeer, die Blaupause. Komm, packen wir den da noch mit rein und hoffen, dass ein Bergbauer rauskommt. Ein effektiv doppelter aufbereitender Bergbau, aber kein R, schade. Was ist jetzt gekommen? Irgendwo werden wir von Piraten angegriffen, aber ich glaube, da sind genug andere, die da helfen. Das machen wir jetzt nicht. Reparaturleser. Reparaturleser. Warte mal, das war ein dreifach geschützter Qualitäts-, dreifach Kurzgeschützturm. Reparaturleser. Qualitätskanone. Ja, komm, die nehmen wir da noch mit rein. Dann gucken wir, was da rauskommt. Der Eco-Reparaturlaser, sehr schön. Dann haben wir einen Eco-Duo-Laser. Kanone, Profil-Doppel, Distanz-Doppel-Laser. Ja. Machen wir das rein. Und den dann noch rein. Gucken, was kommt raus. Ein Distanzlaser. Okay. Das lassen wir mal so. Jetzt geht es hier im blauen Bereich weiter. Geschützkontrollsystem. Noch eins. Vierer haben wir da. Was ist das? Geschützkontrollsystem. Und dann machen wir da eins in gelb raus. Unbewaffnete Geschütze. Aha. Hier ist nochmal ein Geschützkontrollsystem, zwei Stück. Frachtraumerweiterung, Bergbausubsysteme, die lassen wir mal so liegen. Ist noch ein Handelssystem, hier sind zwei C-Detektoren. Der Langzeitbolter packen wir da mal rein, drei. Nobels Dinger. Das sind drei Eisen.
Titanbergbau, Bergbau. Den können wir eigentlich wegtun hier, ne? Was haben wir da noch? Doppelnadel-R. Den schmeißen wir da auch noch rein. Gucken. Langzeit-Vierfach-Shooter. Na super. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch dann, ne? Distanz-Doppelshooter. Nobles-Dinger. Komm, die packen wir da auch mal rein. Und das ist hier noch ein Noble Dreifach Point Defense Geschützturm. Und gucken raus, was kommt. Lethier Dreifach Gatling Kanone. Okay. Frachtraumerweiterung, Geschützkontrollsysteme. Aber von der Geschütze, das ist ja schon relativ gut, ne? Schildbooster da mal rein, den will ich nicht mehr behalten. Markierungsreichweite ist ziemlich niedrig, machen wir da auch rein. Was haben wir denn noch? Ein Handelssystem? Handelsroutensektoren 4. Okay, den behalten wir vielleicht besser. Die Frachtraumerweiterung kommt da rein. Und was gibt's raus? Einen regenerierenden Beschützer. Schildwiderstandskraft 48, okay. Das sind drei. Hier ist ein R. Das ist auch ein R, das ist auch ein R und das ist auch ein R. Ne, das ist kein R. Kriege ich die beiden wieder nicht raus, weil. Oh. Haben wir hier noch ein R? Nee. Keine R's da mehr, oder? Doch da. So, ist ein R, ist ein R, ist ein R, ist auch ein R. Und hier ist auch noch ein R. Und da kommt kein R mehr dann raus. Das kann ja nicht sein, oder? Wenn ich R einstecke, dann weiß ich auch, dass ein R rauskommt, Alter, ey. Power Duo R. Dann nicht. Noch mal R. Komm, dann kannst du die da auch reinpacken, dann ist auch egal, oder? So, Bergbauer, was kommt raus? Ein effektiver, du aufbereitender Bergbauer, super. Was war das? Piraten greifen den Sektor an, da kümmern sich andere drum. Super Verteidigungslaser, super Dreifach Point Defense Geschützturm, super Maschinengeschützturm und ein Nobel Verteidigungslaser. Und was haben wir noch? Ein Nobel Dreifach Point Defense Geschützturm und Präzisionsduos-Dinger, okay. Dann haben wir hier noch einen Duo aufbereiteten Bergbauer, okay. Können wir auch noch reinschmeißen. Distanzlaser, Präzisions-Dreifach-Maschinengeschützturm und ein Eco-Reparaturlaser. Vielleicht machen wir keinen Reparaturlaser, sondern Verteidigungsding da rein. Zack, und kommt ein Elite-Verteidigungslaser raus. So, Eco-Reparaturlaser. Und das Handelssystem. Ach, warte mal, das sind zwei. Dann können wir das mal so machen, dass wir da zwei rein. Ja, dann haben wir noch fünf. Packe ich alle fünf rein, diese Waffen. Und gucken, was rauskommt. Ein Power-Reparaturlaser T3. Sehr schön. So, was haben wir dann jetzt hier? Ziviles Geschützturm-Kontrollsystem. Da auch. Okay, da sind Kontrollsysteme. Das ist ein unbewaffneter und das sind bewaffnete. Naja, ist alles unbewaffnete. Dann packen wir die da mal rein.
Da müssten ja dann auch zivile unbewaffnete Geschützkontrollsysteme rauskommen. Ja, die sehen eigentlich ähnlich aus. Ziviles, ja, ist auch so. Auch unbewaffnet, passt. So, was haben wir dann? Fünfköpfige Hydra. Raumjäger Staffel plus 1, sehr gut. Dr. Strahl, obwohl das jetzt ja schon eine Geschichte ist, wo ich jetzt sagen würde, okay, die sind ja schon mal ein bisschen besser, ne? Ja, das lassen wir mal so. Die können wir direkt einbauen. Müssen wir dann mal gucken, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Mal ein Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!